Guten Tag, meine lieben Leute. Hier ist der Guzua wieder. Ich befinde mich immer noch im Boost und hau natürlich auch gleich wieder den nächsten Angriff raus. Mir ist dann aber auch gleich eingefallen, jetzt hast du zwar im CW nicht mitgemacht, aber den hättest du ja wenigstens mal ein bisschen zeigen können, weil wir sind kurz vorm Ende des CWs. Scheiße, ich habe die Helden beim letzten Mal verballert. Das ist natürlich unschön. Ich will das aber haben. Ich will. Ich habe jetzt aber nur meine... Ah, kommt, Leute, egal. Jetzt gehen wir hier Hardgas. Und gucken, dass wir das hier irgendwie gemanagt bekommen. Irgendwie mit dem Rage, dass wir da so ein bisschen an den Magierturm vielleicht so ein bisschen vorbeikommen. Und dass die dann... Ja, genau. Jetzt fangen die ersten Goblins da schon... an die anderen Bereiche aufzubrechen. Genau, läuft. Genau. Noch ein Rage? Nee, Rage, denke ich mal, brauche ich gar nicht mehr. Weil das hier kriege ich eh nicht mehr. Immerhin, ich glaube 200k haben wir bekommen im Gold. Jo, 250. Einwandfrei. Haben wir da also auch wieder ein bisschen was gemakert. Das läuft ziemlich flüssig. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, jetzt gucken wir auf jeden Fall in den CW nochmal rein, dass ihr da seht, wie wir uns geschlagen haben oder eben nicht. Werden wir gleich sehen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, ich glaube schon. Ich habe eigentlich alle, ich müsste alle gesehen haben eigentlich. Gucken wir mal hier. Mein Team, nee, nicht mein Team, sondern Kriegsereignisse. Hier, ja... Standard, denke ich mal, dann als erster halt dann die vier platt gemacht. Aber gucken wir uns mal das an. Ich finde das wirklich, ich finde das eine ganz gute Taktik, dass man halt wirklich sagt, ja, mit der erste, sage ich mal, guckt dann halt noch, wo er halt unten noch weiter halt noch 3 Stars holen kann. Und dann ist das in Ordnung. Aber echt komische Kombo. King auf 26 und Queen auf 40. Das ist schon echt eine komische Kombo, die man so oft nicht sieht, meiner Meinung nach. Hier natürlich jetzt gefährliche Sache, aber King Queen hat das gesichtet und hat halt gesagt, gut, okay, komm, hier nicht, dass der King hier kaputt geht. Wollen wir mal meinen King hier unterstützen? Support your local King, auf jeden Fall, bevor der dann vom Drago gekillt wird. Schön durchgerannt. Jumpspell ist gut gesetzt. Und der King sollte hier gleich den Magiern zum Opfer fallen. Ganz genau, da ist der King weg. Easy peasy durchgerannt. Die Gollies haben noch richtig Hitpoints zu verschenken. Also die können noch richtig einstecken. Schade hier in dem Bereich. In so einem Bereich, ganz ehrlich, da rage ich schon vorher, dass halt wirklich das, ja, der Def oder die Def dann auf den Golem schon übertragen wird, weil die Queen dann halt weg ist. Und dann passt das. Schön auf Null genommen. Läuft. Gucken wir mal noch was. Ob wir noch was Gutes finden hier. Zickzack hat nochmal hier weitergemacht. Gucken wir mal, ob wir hier nochmal richtig... Ich scroll mal richtig schön runter. Direkt am Anfang. 7 auf 8. 8 auf 9. 9 auf die 10, den von Heisenberg würde ich mir gerne mal angucken. Hier war es echt knapp. Ja komm, hier den von Heisenberg schauen wir mal rein. Gelockt. Und dann... losgelegt. Ich mache ihn mal schneller ein bisschen. Auch mit Go Wipe, beziehungsweise ja, eine kleine Go Wipe. Wow. War das wirklich überlegt mit den Mauerbrechern? Das war ein bisschen sehr viel, oder? Also das sag ich sogar, der mit 27 Mauerbrechern angreift, aber im CW ist das schon echt eine krasse Nummer. Lief aber, ist sehr, sehr, sehr ordentlich bis zum Ende durch, sage ich mal. Das sollte mal locker zeitlich klappen. Also klar hat es ja geklappt auch zeitlich. Aber das ging. Aber mit den Mauerbrechern war ganz schön krass.
100%. Gucken wir mal, wie sieht es mit meinen. Ja, meine Truppen können noch ein bisschen hier. Dann gucken wir mal in die heroischen Angriffe. Besondere Kämpfe. 6 auf 6. Schöner Guavavi-Angriff. Gucken wir mal, ob das was wird hier. Vom Walter White. Jetzt schön die. Und ich meine, hier können die sich ja echt austoben, oder? Sind wir mal ehrlich. Jetzt noch kein, genau. Ja, noch kein Heal gedroppt, genau. Weil die halt wirklich noch richtig Power haben. Hätte sogar vielleicht noch was ausgehalten. Aber passt. Ich denke mal, der Heal hätte noch nicht sein müssen. Aber wirklich beim CW. Schnell, 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 schnell. Ich kenne das ja. Ich bin ja da auch immer ganz, ganz schnell. Oh, komm, komm, komm. Alle Spells weg. Und sitzt man da im Endeffekt, schade, hätte man noch warten können. Also ultra mega, was die halt aushalten. Schade mit dem Golem hier. Definitiv schade, weil damit hätte man natürlich richtig hier Death machen können. Beziehungsweise der hätte richtig schön tanken können. Und der wird auch der Grund sein, dass die Zeit so lang wegzählt. Weil hier ist jetzt eigentlich schon alles gegessen. Die Messen sind gesungen. Und der Golem sitzt halt da und hat halt nichts gemacht. Schade. Schade Marmelade auf jeden Fall. Klar, mit den Luckys jetzt hier noch die letzten Prozentchen. Und dann war es das auch soweit. Zack. Jetzt gucken wir, also am Gewinn sind wir, das ist schon mal richtig nice. So, wir sind wieder voll. Ich schau mal, was es noch gibt. Alter, auch wieder. Da muss ich rein. Da muss ich einfach rein. Ganz klar. Also, das wegernten. Und dann von hier aus rein. Würde ich sagen. Erstmal hier so ein bisschen Hashtag ernten. Ja, cool, die Riesenbomben gleich weg, einwandfrei. Dann hier jetzt den King und auch gleich die Queen droppen, dass das hier alles safe geht. Dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Haha. So, jetzt nicht zu viel, dass die jetzt nicht alle da wirklich bei dem Magierturm da verenden. Ah, der hätte weiter reingemusst auf jeden Fall. Alter King, was soll das? So, schön im Rage drin auf jeden Fall. Und ich denke mal, die klären hier schon einiges noch. Queen lebt immer noch. Die kann auch noch mal richtig gut loslegen, denke ich. Und dann hauen wir hier noch einen Rage rein. Das war hier so das letzte bisschen. Oh, der hat sogar noch eine CB aktiv. Warum gehen die nicht dahin, Alter? Warum? Oh, seid ihr ein paar Nüsse? Echt jetzt mal ohne Witz? Warum? Verstehe ich nicht. Echt nicht. Das war offen. Aber wir haben uns hier nochmal ein bisschen Bonus gesichert. Ich sammle das ein. Und somit haben wir jetzt fast haben wir es geschafft. Ich denke mal noch ein Angriff und dann können wir wirklich sagen, wir haben ordentlich, ordentlich Mauern gefarmt. Das ist schon ziemlich nice. So, und hier sind wir noch in einem Live-Fight drinne. Heisenberg möchte jetzt als Neunter nochmal alles zeigen. Mal schauen, ob das hier was wird. Ja, Luck gehabt hier mit den Mauerbrechern. Genau, die nächsten sind dann nämlich nicht mehr durchgekommen. Ja, ich denke mal, die Schweine durften einiges regeln. Das ist natürlich auch eine offene Base. Also, beziehungsweise, was heißt offen? Aber da kann man natürlich überall schöne Doppel-Riesenbombe verstecken. Aber mit den Schweinen sollte man natürlich ohne Probleme schon mal auf die 50% kommen, klar. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen natürlich mehr. Wir wollen hier mindestens einen Two-Star sehen.
Das wäre schon ziemlich nice. Wir sind erst bei 25%. Hier gut gedroppt, so ist es nicht. Aber mehr als ein One-Star, wenn überhaupt, wird es nicht, glaube ich nicht. Ja, jetzt gut, dass die so lang laufen, dass die halt echt noch in den Heal reingehen. Aber das war's. Das Ding ist gegessen. Das wird nicht mal ein One-Star. Schade. Schade, schade. So ist das Leben. Ärgerlich. Ja, da braucht man auch denn den Spell nicht mehr. Das war's. Schade. Da hätte ich noch mehr gewünscht, aber so ist es halt. Lüchtel ist online, was? Cooles Ding auf jeden Fall. So, dann machen wir nochmal einen Angriff hier. Hoffentlich den letzten. Hoho. Mein Boost geht auch demnächst zu Ende, also von daher wäre das gar nicht so verkehrt. Also ich denke mal, die kriegen wir auf jeden Fall noch hin, dass wir da wirklich noch die Mauern ready haben und dann passt das. Nehme ich sowas schon mit? Ich meine, der ist. Nee, das dauert dann zu lange. Da sitzt man dann wieder 3 Millionen Lichtjahre dran. Ich will einen hier mit jeweils 300k. Zack, zack. Niedermachen. Fertig. 500, auch nicht schlecht. Kriege ich's denn? Nee, nur, ja, ich habe die Helden nicht mit dabei. Da wird es ein bisschen schwer. Hier haben wir doch wieder einen, den wir richtig schön genüsslich wegnaschen können hier. Schön Kobis, mit Kobis das Rathaus angreifen. Läuft. Und hier schön Lager. Hat er da noch ein Lager? Alter, bei mir ist gerade übelst am abrainen. Ich habe mir das Fenster ja zugezogen mittlerweile. Ich habe da ja eine Decke davor, dass ich halt eben auch ganz normal am hellerlichten Tag aufnehmen kann. Aber das hört sich richtig krank übel an. Komm hier, jetzt spammer die mal rein. Ich hoffe, das bringt was. Ich will nämlich nicht mehr den Rage raushauen. Ja, das sollte passen. Da. Klar, jetzt könnte man sagen, das, was man für einen Rage rausgehauen hat, das hast du jetzt auch für die Goblins. Ah, ja, geil. Ich habe die 3 Mille erreicht. Richtig geil. Jeweils 3 Mille. Dann gönnen wir uns diese Mauer. Und wir gönnen uns die andere Mauer auch noch. Die hier. Zack, zack. Und jetzt habt ihr official den Beweis. 10 Mauern nur noch, einwandfrei. Das ist machbar, ohne Probleme. Das war's dazu. Ich hoffe, die Loot-Folgen, die Kobold-Folgen haben euch gefallen. Das war's erstmal von mir. Ich gönne mir jetzt schön meine 10er Mauern und dann passt das. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.